Herzlich willkommen zu einem neuen Trinkabenteuer. Und wer kennt es nicht? Man geht durch seine Küche oder schlendert am Esstisch vorbei, vielleicht mit dem Blick auf die Homebar und denkt sich, nanu, Minze, Flasche gut geöffneter Champagner, Moninrohrzucker, sehr guter Rum, Angostura, hat da jemand Limetten geschnitten? Das sind ja alle Zutaten für einen Old Cuban. Vielleicht sollte ich mir einen Old Cuban mixen, einen der geilsten Rum-Cocktails, die es gibt, mit Champagner. Na logo. Also wenn das schon so einer hinstellt, dann sollte man das machen, denn zum einen ist das relativ schnell gemixt und zum anderen ist das wirklich einer der schmackhaftesten, elegantesten Rum-Cocktails und auch einer der Bestseller nach wie vor im Le Lion. Also wir hatten Zeiten, wo das Ding, also ich glaube die letzten 10 Jahre, das ist einfach ein sehr starker Drink, weil der hat alles, gerade wenn man das mit gutem Rum macht und es ist diese Mischung aus perfekten Daiquiri oder einem guten Mojito, getoppt mit Champagner statt Soda, geil verpackt, geiler Drink und einfach gemacht. Was man dafür also braucht, wurde mal erfunden von Audrey Saunders. Es war ein Cocktailwettbewerb. Ich meine, das Original wurde immer gemacht mit Bacardi Ocho Rum. Und ich glaube, dieser Cocktailwettbewerb war ein Bacardi Ocho Wettbewerb. Da kam das, glaube ich, gerade in Amerika auf den Markt. Und dafür hat sie diesen Ring kreiert, um diesen Charakter von dem gereiften Rum auch nochmal so ein bisschen zu unterstreichen. Wir haben uns für The Lover's Rum entschieden. Die üblichen 6 bis 7 CL. Die Amis machen das nicht. Aber die Amerikaner im Original nehmen vielleicht einen Hauch weniger Alkohol. Und was interessant ist, bei den Amerikanern, die haben, glaube ich, im Original ist das ein Verhältnis mit gleichen Teilen Simple Syrup, also Zucker zu Limettensaft. Also was man wissen muss bei amerikanischen Rezepten, die sind meist etwas süßer. Ist meist tatsächlich, wenn ich Originalrezepte auch von den bekannten Barkeepern lese, sind mir die meisten Hauch zu süß. Ist eine Geschmackssache. Also wir machen hier eher ein klassisches Art Sweet and Sour Verhältnis, wie ich das für ein Daiquiri machen würde, sprich ich nehme ein bisschen weniger von dem flüssigen Rohrzucker als von der Limette. Ich habe jetzt mal gerade so gepresst, eine Limette sind meist so 2,5 bis 3, kommt auf die Limetten an, Zentiliter Limettensaft könnte auch ein bisschen mehr sein. Jetzt muss ich mal probieren, ob das mir gelungen ist mit dem Süß-Sauer. Das ist mir extrem gut gelungen. Und dann kommt etwas Magie ins Glas. Ich bin ja hier in dem Trinkabenteuer-Blog, wie auch YouTube-Kanal, Videodings, ihr wisst schon, bin ich ein großer Freund von den Dale de Grosse Pimento-Bittern und den Sexy-Bittern von Klosche von Rainer. Also beides zwei Aromatik. Aber der große Klassiker, übrigens jetzt auch im Shop, geil, ist natürlich Angostura. Und ich finde hier, gehört auch rein. Man kann es auch mit anderen Bittern machen. Wichtig ist, dass es so einen Aromatik-Touch kriegt. So, 2-3 CL. Dashes nennt man das ja, so Spritzerchen. Und das bringt die spezielle Würze. Also bis dahin ist es, wir haben also eigentlich jetzt einen Daiquiri gemacht mit gereiften geilen Rum, The Lover's Rum. Geben jetzt ein bisschen Würze dazu, könnte ich übrigens auch für einen Daiquiri empfehlen. Also ich finde beim Daiquiri sowas wie Pichot ganz geil, gerade wenn ich es mit Helm rummache. Und jetzt kommt die Minze. Bei der Minze ist es ja anders als beim Basilikum. Da käme ich mit aus. Hier möglichst nur die Blätter. Die Stiele ein bisschen rauslassen. Die enthalten, da kriegt man oft so ein bisschen mehr das Bittere. Die Blätter. Wichtig ist, dass man die gleich auch nicht irgendwie, keine Ahnung, nicht im Blender machen oder so. Das wird dann bitter. So, 10 Blatt oder sowas. Da rein. Und jetzt ist fast fertig einer der geilsten Rum-Cocktails ever. Und ein bisschen Eis. So. Hier ins Glas. Und da ist schon dieser Geruch von Stora in der Luft. So. Jetzt haben wir eigentlich, wie gesagt, diesen Mojito, Daiquiri, was weiß ich, was wir bräuchten. Wäre ein Double Strainer, wäre gut. Man macht das oft auch in die Schale. Ich habe gerade keine mehr hier. Double Strain, weil mir jetzt sozusagen, sonst hätte ich die ganzen feinen Minzstücke im Drink, das möchte ich nicht. Deswegen sozusagen diese 2 Teile.
Beim Champagner-Topping muss man ein bisschen aufpassen. Keine Geheimwissenschaft, keine Rakete sozusagen hier, aber nicht zu viel, nicht zu wenig. Also ich mache jetzt mal so 5, 6, 7, 8 CL. Ist auch ein tolles Maß, 5, 6, 7, 8, geil, ne? So sind wir Barkeeper. Ungenau, unzuverlässig. So, ich hätte gerne ein bisschen mehr gemacht, aber das Glas schon voll. Aber es geht ja prima um den guten Drink. Ich habe halt gerade nicht das passende Glas hier. Jetzt kann man natürlich noch so Pisco-Spielereien machen, den Sauer nochmal, den Angostura nochmal oben drauf, aber das wird mir oft so overpowern, hat man natürlich so ein bisschen diese Tropfen, das sieht ein bisschen lustig aus, aber der Champagner-Schaum geht natürlich auch gleich weg. Viel wichtiger ist natürlich ein ordentliches Zweigchen Minze. Oh, habe ich ein bisschen abgerissen, upsie. So, normalerweise in der Schale, tatsächlich ist die Minze auch nicht so hübsch, da müssen wir jetzt mit leben. Aber es ist wirklich ein so unglaublich leckerer Rum-Cocktail. Kann man ganz sicher auch mit nicht Champagner machen, sondern mit Schaumwein. Weil allein durch die ganze Säure, durch den Rum, durch da ist so viel drin. Also da wird man jetzt nicht die Finesse von Champagner rausschmecken. Cheers. Es ist nach wie vor einfach so ein geiler Drink. Ist natürlich sehr erfrischend, sehr belebend. Ist eigentlich auch so ein, ist natürlich eigentlich kein typischer Aperitif. Also will ich ihn immer trinken, Drink nach dem Essen, vor dem Essen immer trinken. Wobei, wenn man ihn immer trinkt, muss man ein bisschen aufpassen, weil ein bisschen viel Rum drin ist. Schnell gemacht, wenn einem zufällig so jemand was in die Küche stellt und alles vorhanden ist, dann sollte man sich ein Old Cuban mischen. Kurz vielleicht noch zum Rum. Wie gesagt, das Original ist mit Ocho, das ist ein bisschen gereift, aber diese Stilistik, die Bacardi auch mit dieser neuen Serie gemacht hat, Ocho und so weiter, ist natürlich schon, es sind nicht die ganz schweren gereiften Rums. Es bleibt so ein bisschen die Leichtigkeit trotz des Alters. Er hat schon Charakter, auch hier der Lover's Rum. Der ist nicht 8 Jahre bestellt, ich glaube es ist 6 oder 4, müsst ihr nachgucken. Ich finde, die sind schon perfekt für so limettige Rumdrinks gebaut. Das funktioniert unglaublich gut. Sind auch im Sipping nice, aber haben natürlich nicht diese Schwere, wie so ganz lange gereifte oder sind natürlich, wo man aufpassen müsste, wenn man jetzt, was ich, einen Jamaika-Rum oder was sehr anderes nimmt. Rum ist natürlich ein Riesenspektrum. Und dieser Drink wird nicht mit allen Rumsorten funktionieren. Das ist, finde ich, so eine, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann, so eine nice, gereifte, goldene Sache, so ein Ocho oder vielleicht auch der Lovers, die aber auch nicht zu over, die ist nicht langweilig, auch nicht pur, aber die ist halt auch nicht so ein Schlag in your face und deswegen bleiben sie gut mixbar. Also beim Rum muss man ein bisschen aufpassen, da muss man schon, also wie gesagt, das Original ist Bacardi Ocho, gibt jetzt den neuen Quadro, weil der Ocho, glaube ich, ein bisschen knapper wird und teurer, das funktioniert auch gut. Lovers Rum funktioniert extrem gut, gibt's ein paar mehr. Aber da musste man ein bisschen justieren. Also kann man sicherlich auch mit ganz anderen Sachen probieren. Denn auch ein richtig fetter, gereifter Rum wird natürlich als Kind of Daiquiri mit Minzblättern wahrscheinlich gut schmecken. Viel Spaß beim Ausprobieren. Mich würde interessieren, falls ihr schon einen Rum-Favoriten für den Old Cuban habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, was dabei so rauskommt. Cheers.